Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ärgerlicherweise aufgrund der Verkehrslage mittlerweile 10.41 Uhr geworden. Ich möchte ganz gern die 148. Fraktionssitzung am heutigen Tage, dem 5. April 2016, kurz nach den Osterferien einfach mal starten. Wir haben ärgerlicherweise Verkehrslage und gesundheitstechnisch bedingt einige Ausfälle, deswegen diese leichte Verzögerung. Ich bitte, das zu entschuldigen. Steigen wir doch mal ganz kurz mit Top 0 ein. Es fehlt gerade noch eine Person. Okay. Übergehen noch Top 1 und springen erstmal kurz zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Von daher, Mario, ja, du hast das Wort. Ja, hallo, guten Morgen. Ich begrüße die Zuhörer im Stream und die Landtagspräsidentin. In der letzten Woche hatte ich Urlaub, das war schön. Das war meine Reiseempfehlung fürs erste Prag. Trotz vielfältiger Versuche von Abgeordneten hat trotzdem Pressearbeit stattgefunden. Wir haben schöne Berichte gemacht. Jens hat mich vertreten und hat das wie gewohnt durchgezogen, hat auch die komplett vorbereitet, die lokalen Pressemitteilungen für Sachen wie Car Office und so weiter, hat das also routiniert und ganz normal abgearbeitet, alles was da war. Es gab eine zusätzliche Diskussion nochmal über die Medienarbeit zur Verfassungskommission und unser Verhalten dort, was wir später aber nochmal anführen. Dazu haben wir dann gestern einen offenen Brief veröffentlicht und auch an die Fraktionsvorsitzenden der anderen im Landtag NRW vertretenen Fraktionen gesendet. Natürlich denen zuerst und dann veröffentlicht und rumgeschickt. Das sollte euch zur Kenntnis gelangt sein. Dazu werden wir aber wahrscheinlich später noch was hören, denke ich. In dieser Woche ist, was ich vorhin schon gesagt habe, habe ich einen Termin mit direkten Gesprächen. Das ist das, was ich ja recht gerne mache, direkt mit Journalisten sprechen und die auf unsere Sachen hinweisen, um den Eindruck und die Wichtigkeit zu verstärken. Manchmal kann man in einem persönlichen Gespräch, auch wenn es dann eine Stunde dauert, doch mehr erreichen als mit einer Pressemitteilung. Das kann ich übrigens jedem, auch den MDLs empfehlen, gerne mal sowas zu machen. Haltet mich bitte dann auf dem Laufenden. Für diese Woche wurde gestern die Kampagne für die duale Ausbildung in NRW vorgestellt. Dazu haben wir nichts gemacht, weil wir das so nicht gesehen haben, die Wichtigkeit. Was haben wir sonst noch? Es wird am Donnerstag vorgestellt, die Ergebnisse des zweiten grünen Online-Checks. Nämlich die Internetseiten der 396 Kommunen in NRW wurde durch die grüne Landtagsfraktion untersucht und ihre Serviceleistung für die Bürgerinnen und Bürger bewertet. Da danken wir den Grünen für ihre Fleißarbeit und sagen sie, dass sie sich ansonsten nicht in kommunale Angelegenheiten einmischen sollen. Das wäre so der Ansatz von mir. Soweit käme es noch. Am kommenden Wochenende findet der Landesparteitag der FDP in Bielefeld statt. Bielefeld scheint sich als zentraler Tagungsort durchzusetzen. Wir werden uns in diese Tradition einreihen, denke ich, und machen da schöne Sachen. Wir haben von Joachim etwas im Rohr, sage ich mal, dass diese Woche, ich weiß nicht, ob wir es nachher noch ansprechen, ich denke ja, wenn wir denn beschlussfähig sind. Und das bearbeiten wir schon, das habe ich gestern mit Joachim auch wieder kurz angesprochen, das haben wir gemacht. Wir werden vorbereiten die Veranstaltung am Wochenende ganz kurz und vorankündigen, natürlich, wenn wir da die ganz genauen Daten haben. Da hakt es momentan ein wenig in der Zuarbeit von außen, um mal ein bisschen euphemistisch zu sagen, das Ganze. Das ist das im Wesentlichen. Ich habe was vergessen, ich weiß aber nicht was. Irgendwas war noch. Komme ich bestimmt gleich drauf noch wieder. Rückfragen gerne gesehen. Herr Oleak. Vielen Dank, Herr Tanz. Kurze Rückfrage, gerade akustisch. Was war in Bielefeld kommendes Wochenende? FDP-Landesparteitag, zwei Tage. Danke schön. Das ist doch nicht der Auftrag. Ups, was? Jetzt war ich Nein. schnell. Was von beiden ist? Genau. Okay, gibt es noch Rückfragen an Mario? Gerade nicht. Ja, dann erstmal vielen Dank.
Am Freitag, glaube ich, findet ja regulär auch wieder ein internes Gespräch statt, in Kürze, glaube ich. Mit mir? Nein. Nein? Okay. Am Freitag hatte ich, das hatte ich im nicht öffentlichen Vorbesprechung gesagt, am Freitag werde ich nicht hier sein, Jens auch nicht hier sein. Alles klar. Das heißt, ich würde euch bitten, wenn ihr irgendwas habt für Freitag, das so vorzubereiten, dass wir es zur Not von unterwegs aus machen können. Okay. Diskussionen kann ich aber Freitag dann nicht führen. Ja, das, weil dann müssen wir das entsprechend vorbereiten, denn am Freitag diese Woche wird das Thema Sperrklausel im Kommunalausschuss behandelt. Aber dann werden wir das vorbereiten. Das war nur, fiel mir nur gerade so dabei auf. So hätte ich es gern, danke. Ja. Okay. Dann kämen wir zu Top 3, dem Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ein Mikro? Ja, die Ferien sind vorbei, ich kenne das Problem. Wir haben eine neue Mitarbeiterin. Gestern hat Barbara Berger angefangen. Sie ist Assistentin für den PUR Silvester 2015, wird in der Lippestraße sein und dort mit Dennis Heise die Arbeit für den PUR machen. Wir haben zwei Personalausschreibungen, das sind die Fristen jetzt abgelaufen. Das ist einmal die Ausschreibung Recht, die Frist lief bis zum 3.4., da liegen jetzt 9 Bewerbungen vor. Wir haben eine neue Ausschreibung für den Bereich Innen gemacht, bis zum 3.4. war auch dort die Frist, auch da liegen jetzt 9 Bewerbungen vor, da müssen wir schauen, dass wir jetzt schnell die Termine machen. Was den Bereich Netz- und Medienpolitik betrifft, hat der Bewerber, mit dem wir sozusagen schon handelseinig waren, leider abgesagt. Da muss ich heute nochmal mit dem Lukas drüber reden, wie wir jetzt da weiter uns um Personal bemühen. Noch etwas aus der Referentenrunde. Wir haben gestern die Situation des Personals und der Referenten in der Referentenrunde angesprochen. Da bestand eigentlich Einigkeit, dass man zukünftig schauen müsste, dass man themenübergreifend die Personalressourcen einsetzt. Es kam auch der Vorschlag, dass man schauen müsste, dort, wo es sinnvoll ist, auch auf externe Honorarkräfte zu setzen. Auch das sollte man mit einbeziehen. In der Referentenrunde wurde auch darüber kam auch die Äußerung, dass also die Verstärkung der Arbeit vor Ort und was Veranstaltungen im Landtag betrifft, als notwendig und als sinnvoll erachtet wird und dass das natürlich auch wiederum Ressourcen bedarf. Wir haben es gab auch das Stichwort mit Blick auf die Arbeitsbelastung und Arbeitsschwerpunkte, Mut zur Lücke, Wesentliches von Unwesentlichem trennen. Wir haben in diesem Zusammenhang darum gebeten, dass die Referentenrunde in der nächsten Woche jeder für sich mal überlegt, was könnten die Arbeitsschwerpunkte im Jahre 2016 sein. Das würden wir dann wieder rückkoppeln. Ansonsten, ja, das war es erstmal. Ach so, das Car-Office diese Woche, heute ist das Car-Office nicht im Einsatz. Da hat leider der Termin nicht geklappt. Allerdings am Mittwochmorgen wird das Car-Office in Bonn sein und dort wird Dietmar dabei sein. Und am Freitag wird es in Solingen aufschlagen und da wird der Olaf dabei sein. Vielen Dank, Hartmut. Gibt's noch? Ich habe noch eins vergessen, das wollte ich noch ergänzen. Beim Car-Office wird eine Broschüre Open Antrag ausliegen. Und deswegen ist, glaube ich, der Hinweis von Mario nicht ganz unwichtig. Wir haben Broschüren dafür hier auch noch ein paar liegen. Wer die selber brauchen könnte, kann sich an Tina wenden. Und wir haben ausliegen jetzt so eine Broschüre, die heißt Schluss mit lustig. Da haben wir hinten den Piratenkodex abgedruckt, damit man auch weiß, wes Geistes Kind wir sind. Auch das, wenn Bedarf da ist, kann von einzelnen Abgeordneten natürlich auch abgefragt werden bei Tina. Vielen Dank, Hartmut. Ich sehe nur gerade neuer Antrag über Open Antrag, Besetzungsquote bei Staatsanwaltschaften und Gerichten. Es gibt noch eine Meldung hierzu, also nicht zu dem, was ich jetzt gerade eingeworfen habe, sondern zu Hartmuts Bericht. Mario, bitte. Mir ist eingefallen, was ich noch sagen wollte. Gestern hatte ich ein Gespräch mit Monika. Es ging darum, dass Schüler nachgefragt haben, Mensch, welche Abgeordnete macht eigentlich was? Und da könnte man natürlich einen Link schicken oder so. Ich bin auf die Idee gekommen, lass uns das doch schriftlich machen. Ich möchte etwas machen, von jedem Abgeordneten eine Karte, ich möchte das böse Wort nicht dazu sagen, auf der man auch unterschreiben kann zur Not,
Eine Karte mit Bild auf der Vorderseite und auf der Rückseite, wer ist wofür zuständig, was hat gemacht, persönliches Statement, Hard Facts, die sich nicht ändern. So dass wir den Leuten persönliche Mitteilungen, also praktisch, welcher Abgeordnete macht was und wofür, auf einer kurzen DIN A6-Karte circa mit Bild machen können, sodass wir die persönliche Arbeit der Abgeordneten noch stärker machen können, die jeder Abgeordnete für seine Wahlkreisarbeit benutzen kann. Selbstverständlich. Einige haben sowas schon in abgeänderter Form gemacht. Ich würde es gerne einheitlich machen für alle. Es braucht dazu keine weitere Ausbildung. Das ist, machen wir. Wer zuarbeiten möchte, besondere Wünsche hat, da komme ich aber vorher auf jeden Abgeordneten einzeln per E-Mail zu. Auch da gibt es eine E-Mail mit Fristsetzung, wann ich was wie haben möchte. Ich sehe, es gibt hierzu eine Nachfrage von Lukas. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ihr so heute habt. Ich würde sagen, das können wir mal am Rande der Fraktionssitzung diskutieren. Ich hätte da auch ein paar Anmerkungen und Vorschläge zu dem, was wir schon gemacht hatten. Okay, gibt es weitere Nachfragen an Hartmut? Weil wir waren eigentlich nicht mehr beim Bericht der Pressestelle, sondern beim Bericht des Fraktionsgeschäftsführers, Mario, bei Top 3. Kreon, bitte. Ja, Hartmut, kannst du dem Mario sagen, er soll uns dann mal kurz schicken, an wen wir die Karte richten können? Dann, glaube ich, geht das ganz schnell. Ja, so, man sagt dann so, liebe Schulklasse oder wie auch immer, also eine Anrede oder sowas, weil ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wer nachgefragt hatte. Ja. Also ein kurzes Ja war die Antwort. Frank noch bitte. Ob Hartmut den Piratenkodex mal an den Pressesprecher weiterleiten könnte für seine Unterlagen. Danke. Okay, der Kodex wurde weitergegeben. Gibt es Fragen noch an unseren Fraktionsgeschäftsführer zu den Belangen diese Woche? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Kommen wir dann zu Top 4, dem Bericht des Vorstandsreferates und aus den Kernarbeitskreisen von gestern. Es sind ein paar gute Dinge, denke ich mir, mal zusammengekommen. Nixus, bitte. Das Wesentliche war in den Kernarbeitskreisen, dass wir uns ausführlich über die möglichen Folgen oder Umgehensweisen mit, wie heißt denn du so gut, Panama, Dings da, Leaks? Panama Papers, befasst haben. Es gab erwartungsgemäß eine recht kontroverse Diskussion, wo so ziemlich alle Aspekte dabei auch rankamen. Schwierig ist daran, es hat so erstmal nach jetzigem Stand und weiß ja derzeit sehr wenig, keinen direkten NRW-Bezug. Ergebnis war, dass wir beschlossen haben, in Zusammenarbeit mit Nico, der als Abgeordneter sich da verantwortlich fühlte oder auch noch fühlt, und David und mir ein Positionspapier erarbeiten werden, was dann entsprechend auch von der Fraktion vorgelegt wird und beschlossen werden kann. Ansonsten litten die Kernarbeitskreise noch so ein bisschen unter Krankheit und Resturlaubszeit und Nachwehen. Also es geht langsam los, aber es geht los. Jetzt wollte ich gerade fragen, Tom, wolltest du gerade aktuell noch ergänzen? Also wir hatten gerade kurz nur Panama Papers aus den gestrigen KAX angesprochen. Wolltest du noch kurz ergänzen oder kannst du? Ach so, okay, genau, mehrere Dinge grob angerissen gestern und dann habe ich gerade, ich weiß nicht, ich glaube Olli, Frank und Joachim, oder? Olaf? Ich möchte nur einen Debattenanstoß geben, nicht die dann jetzt zu Ende führen. Der NRW-Bezug kann sein, dass da auch gar nicht unbedingt viel kommt, weil wir ja jetzt schon wissen, dass Politiker zumindest schon mal nicht drin hängen, nach allem, was man weiß. DSZ hat heute ja die Banken veröffentlicht und da Statistiken zu veröffentlicht. WestLB ist nicht dabei, HSB Nordbank aber zum Beispiel schon. Die jetzige Mutter von WestLB schon, sagen wir es so, genau. Ich weiß nicht, Hessen, heißt die Hessische Landesbank? HLB, genau. So. Postbank zum Beispiel ist auch nicht drin.
Und wir haben in der Süddeutschen eine Karte, wo zumindest mal so aufgezeichnet ist, wo die Leute herkommen. Da sieht man natürlich NRW schon mit Spots. Das nur so als Hinweis. Ich weiß nicht, für kleine Anfragen reicht eventuell. Für Weitergehendes sehe ich da momentan auch noch nichts. Für kleine Anfragen schon. Ich möchte in dem Zusammenhang nur auf zwei aus der Blogosphäre bzw. Presse aufploppenden Beiträge hinweisen und dort mal reinzuschauen. Das eine ist Johnny Häusler in der deutschen Ausgabe von Wired, der seinen großen Respekt gegenüber den 400 weltweit agierenden Journalisten bezeugt und gleichzeitig auch den Respekt äußert, dass das erste Buch zum Thema Panama Papers nächste Woche erscheinen wird. Das ist also alles von langer Hand vorbereitet worden. Und zweitens unserem ja sattsam bekannten Markus Kompa, der in Telepolis darauf hinweist, dass sich bei den genannten Namen in den Panama Papers bis jetzt nicht ein einziger Amerikaner auffinden lässt. Gleichzeitig aber bekannt ist, dass die George Soros Foundation dieses Netzwerk unterstützt. Guten Tag. Dann sehe ich, glaube ich, Mario. Ja, ich möchte fast direkt anschließen. Erstmal sehen wir da, dass es ein sehr gut gespieltes Medienprojekt ist, hervorragend gemacht vom Recherchenetzwerk. Chapeau. Auch die jetzige Vermarktung, denn heute sind die nächsten Teilveröffentlichungen gekommen. Natürlich, also es geht darum, dass sie diese Journalisten, auch die SZ, sich selbst vermarktet. Das sei ihnen gestattet und das finde ich auch gut. Und sie halten damit das Thema am Kochen. Wir hatten gestern schon mit Frank zum Teil die Diskussion. Hier geht es ja auch um ein piratiges Kernthema, Datensicherheit. Die einzelnen Firmen, denen könnte man, um auch einen NRW-Bezug herzustellen, darf man die, insbesondere die Firmen in NRW, darauf hinweisen, dass Piraten schon immer für Datensparsamkeit, Datensicherheit waren. Und auch wenn es hier kein Leak ist, sondern ein Mitarbeiter etwas gesteckt hat, geht es doch darum, wie wichtig Datenverkehr und sicherer Datentransfer heutzutage ist. Das ist ein bemühter Spin, das gebe ich gerne zu, und wird wahrscheinlich auch nicht zu mehr als einem Schmunzeln führen. Aber mein Gott, wir schmunzeln so wenig. Ja, noch mal kurz dem Telepolis-Artikel von Markus. Da ist das Problem, es wird erwähnt, das Ganze wurde finanziert wohl über einen amerikanischen Think Tank. Da steckt unter anderem eine Stiftung von George Soros drin und auch von der Rockefeller-Familie. Da wird eigentlich so ein bisschen suggeriert, die Amerikaner, die halten da irgendwie zusammen. Dem ist natürlich nicht so. Da stecken also möglicherweise ganz andere Motive dahinter. Also ich glaube nicht, dass allein durch die Namen Soros, Rockefeller, Kellogg, es wurde auch, glaube ich, noch einer genannt, dadurch sichergestellt ist, dass auf jeden Fall alle Amerikaner da rauszuhalten ist. Also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als der Markus wohl in dem relativ schnell entstandenen Artikel vermutet hat. Ja, danke. Ich hatte aufgrund der Tatsache, dass ich gestern im Untersuchungsausschuss zum Thema Offshore in Verbindung mit der WestLB steckte, keine Gelegenheit am Arbeitskreis teilzunehmen. Deswegen weiß ich auch nicht, was da im Detail besprochen ist, zumal auch keine Vorbesprechung mit Nico oder David erfolgte. Aber der Mario sprach jetzt gerade an ein Kernthema, Datenschutz. Sehr problematisch, bitte? Datensicherheit. Sehr problematisch insofern, als die Wahrnehmung der Öffentlichkeit wohl ganz klar in Richtung auf Verdammnis all dessen, was dort an Geschäften, egal ob Datensicherheit eine Rolle spielt oder nicht, geschehen ist und weiterhin geschieht. Das ist für meine Begriffe erstens ein anderes Kernthema, wesentlich stärker noch, nämlich das des Whistleblower-Schutzes, und zum Zweiten das Auseinanderklaffen im Rahmen der sogenannten sozialen
Schere oder auch der Armutsentwicklung, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und in der Welt. Und genau darum geht es hier. Es geht hier um Billionen Dollars, die dort letztendlich an den Gesellschaften der Erde vorbei gesteuert werden. Und wenn man alleine nur, das Beispiel des, ich glaube, Diamantenhändler ist es, nimmt, der über eine dritte Ehefrau des panamaischen Präsidenten sich Schürfrechte an erzhaltigen Landstrichen gesichert hat für 0 Euro bei Zahlung an die Dame in Höhe von 4 Millionen Euro, auch über eine solche Briefkastenfirma, und dann einen Tag später das für 0 Euro oder 0 Dollar erworbene Gelände für 2,5 Milliarden Dollar zur 50% weiterverkauft, müssen wir einfach sehen, dass hier die eigentliche Kernproblematik liegt, nämlich in der Unterfinanzierung der Gesellschaften, respektive der Volkswirtschaften, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern eben in der Welt. Und da, glaube ich, ist nicht ohne weiteres der NRW-Bezug herzustellen. Ich denke, man kann hier das Ding freigeben für alles, weil wenn man die Verflechtungen von Konzernen ansieht, ja, und die Prüfung noch längst nicht am Ende ist hinsichtlich dessen, was da an Scheinfirmen, an Offshore, an Briefkastenfirmen existiert. Leute, machen wir uns doch bitte nichts vor. Alle möglichen Namen werden jetzt in die Medien hineingestreut. Was ist denn das Prinzip solcher Firmen? Das Prinzip ist doch Anonymität. So, und da ist doch genau der Kernpunkt. Diese Briefkastenfirmen Offshore, die lassen in der Regel nicht auf den tatsächlichen Inhaber der Bezugsrechte schließen. Denn nur deshalb werden sie ja gemacht. Und von daher wird es erst die Zeit zeigen, wer tatsächlich hinter irgendwelchen Firmen, sofern das überhaupt jemals herauskommen kann, steckt. Also deswegen, ich halte momentan für abschließende Bewertungen, die Zeit wird noch nicht gekommen. Wir können natürlich in das gleiche Horn stoßen, wie es im Moment alle tun, zu sagen, alles ganz furchtbar, alles ganz schlimm, wir müssen also dies, der Bundesjustizminister hat gerade ausgerufen, wir brauchen Transparenzregister, der NRW-Finanzminister sagt, seht ihr, alle Firmen sind, alle Briefkasten- oder Offshore-Firmen sind schlecht. Das Gleiche hat Herr Eigenthaler gestern in öffentlicher Sitzung im Untersuchungsausschuss zum Besten gegeben, obwohl er eigentlich besser hätte zum Thema reden können. Ja, es gibt Briefkastenfirmen, es gibt Offshore-Gesellschaften, die unterhalten werden müssen, um bestimmte Rechtsrahmen tatsächlich auszuschöpfen, zum Beispiel zum Zwecke der Devisenbeschaffung. Das ist ein absolut legales Mittel. Dass das natürlich nicht alles ist, ist auch völlig klar. Und es ist auch völlig klar, dass also für verbrecherische Handlungen solche Briefkastenfirmen, man sagt überwiegend, das weiß ich persönlich, weiß es natürlich nicht, benutzt werden. Also deswegen, ich glaube, wir sollten hier noch ein bisschen Analyse betreiben, bevor wir hier eine abschließende Wertung abgeben. Danke, Olaf. Erstmal danke, Dietmar. Danke, Olaf, dass du mir das Wort erteilst. Es gibt einen Punkt, den ich nochmal bei den Isländern hinterfragen werde, und zwar, was die Aktualität betrifft. Am Sonntag wurde das ganze Ding veröffentlicht. Ich fand es sehr interessant, ich habe davon am 29.03. erfahren, über die Seite des isländischen Fernsehens, das ROV, gerade in Bezug auf mögliche Steuerung von diesem Netzwerk, wie auch immer. Vielleicht ist Island dann ein Sonderfall aufgrund der Ereignisse der Kaupthingbank. Gestern gab es ja die Sondersitzung, bei der Gunnarsson nahegelegt wurde, entsprechend als Ministerpräsident zurückzutreten. Ich fand halt nur irre, dass am 29.03., wie gesagt, das Thema eigentlich schon rum war, inklusive der Nennung des ICEE, diesem internationalen Netzwerk, und der Süddeutschen. Und ich eigentlich so gut wie nichts davon mitgekriegt habe in Deutschland. Gleichwohl dann halt aber mit dem großen internationalen Aufschlag im Nachhinein. Ich wollte ganz einfach mal bei den Isländern nachfragen, oder werde halt bei den Isländern nachfragen, halt so, woher das kam. Also ich fand das irgendwie sehr interessant, dass die das weit im Vorfeld einfach schon mal so rausgehauen haben. Nur so am Rande. Jo, als Dietmar von einer gefühlten halben Stunde angefangen hatte mit dem
der Replik auf die Äußerung von Mario, Thema Datenschutz, Datensicherheit, dachte ich schon, hätte sich erledigt, aber ich sage das jetzt nochmal, weil ich auch eben angesprochen war, worüber wir gestern diskutiert haben, Mario. Datenschutz, Datensicherheit halte ich tatsächlich in der, also ist wichtig, keine Frage, aber halte ich in der Konstellation für sehr schwierig, weil der Druck ist natürlich jetzt nach Transparenz, wir wollen wissen, was da drin ist und so weiter. Und dass wir für Datensicherheit stehen, ganz klar. Du wirst aber niemals verhindern können, dass ein Mensch im Unternehmen, der natürlich seinem Unternehmen verpflichtet ist und mit den Daten sorgsam umgehen muss und so weiter, wirst niemals verhindern können, dass da irgendwo eine Schwelle überschritten wird, wo jemand sagt, damit komme ich jetzt nicht mehr klar, da muss ich jetzt was tun. Und dann sind wir an der Stelle Whistleblower. Und dann sind wir bei unserem eigentlichen Thema, das hat Dietmar eben auch schon gesagt, Whistleblower-Schutz. Und das ist das, worauf wir hier, glaube ich, wenn wir uns äußern, nochmal ganz deutlich abstellen sollten, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, der halt nicht geregelt ist. Die Süddeutsche hat ja auch ganz klar gesagt, hier der Tippgeber bleibt absolut anonym. Und wir haben in Deutschland, hätten wir keinen Schutz für den Menschen, in vielen anderen Staaten, die auch betroffen sind und wo in den Ländern, wo geredet wird, gibt es halt auch keinen Schutz. Das ist ein ganz wichtiges Thema, der Whistleblower-Schutz und nicht die Datensicherheit. So war das Ende unseres Gesprächs gestern. Das wollte ich dann nur noch mal dazu sagen. Ich weiß, dass du damit nicht ganz zufrieden warst. Wir können aber auch noch rumfallen an einer anderen Formulierung. Nur um die zwei Dinge. Erstens, das Thema ist deshalb relevant, weil es eben viel Geld gekostet hat, das zu recherchieren. Um es ganz einfach zu sagen, weil eben da ein großer Plan hintersteht jetzt bei der Veröffentlichung. Und das sieht man daran, wir könnten auch sagen, 50 Millionen Datensätze der Türkei geklaut, auch wenn der Diebstahl schon älter ist, wäre für uns auch relevant, aber da wird morgen niemand mehr drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt hier alle mitbekommen haben. Manchmal so, dass Themen halt relevant sind, weil sie gerade schöne journalistische Geschichten bringen. Und wenn sich da viele Leute Mühe gemacht haben, dann gibt es da schöne Geschichten, die daraus gebastelt werden. Natürlich gibt es eine Menge Themen, die jetzt nicht speziell NRW betreffen, die wir aber natürlich aufgreifen können. Transparenz und Korruption liegt sehr, sehr nahe. Ich wollte die Themen kurz einmal ansprechen. Transparenz und Korruption liegt sehr nahe. Man denkt auch, die Piraten hätten ein Alleinstellungsmerkmal. Das trifft aber in der öffentlichen Wahrnehmung wohl leider nur auf Island zu und nicht auf Deutschland. Man mag uns mit Transparenz verbinden, aber alle hängen sich da gerade rein. Genau das Gleiche betrifft Datensicherheit. Vielfach wird gerade gefordert, Strafen und gegebenenfalls sogar auch mehr Überwachung. Aber vor allem wird gerade von höheren Strafen und natürlich auch von mehr Gesetzen geredet. Ich denke, auf nordrhein-westfälischer Ebene lässt sich da sehr einfach unsere generelle Forderung nach mehr Personal bei der Polizei oder auch bei Finanzämtern, was wir schon die ganze Zeit immer sagen, nehmen. Wenn jetzt über NRW hinausgehen, ist natürlich klar, globale Abkommen gegen Steuerflucht und so weiter statt TTIP. Ich denke auch, das Thema TTIP spielt an der Stelle eine Rolle. Schutz für Whistleblower ist ganz klar natürlich für uns ein Thema und das ist für uns auch ein wichtiges Thema, was die anderen nicht so derart spielen werden. Schutz verschlüsselter Kommunikation finde ich an der Stelle sehr, sehr wichtig, gerade unter der aktuellen Debatte auch des geknackten iPhones und so weiter und so fort, ist, glaube ich, Schutz verschlüsselter Kommunikation, wenn man daran denkt, dass ja ein Jahr lang das Ding geheim gehalten werden musste. Eine extrem wichtige Sache. Datenschutz, da sollten wir gucken, dass wir vermitteln können, wobei das nicht unser Top-Thema sein wird, weil es schwer zu spielen ist, aber vermitteln können, dass es hier um Unternehmensdaten im Wesentlichen geht, nicht um die individuellen, persönlichen Datensätze.
aber das ist wahrscheinlich eher insgesamt eine Diskussion, die man intern auch führen kann, inwieweit jetzt zum Beispiel so ein Datensatz öffentlich sein muss, wie es WikiLeaks verlangt und so weiter. Ich will da jetzt nicht zu weit gehen. Und was ich auf, da ich ja teilweise das per Facebook und Twitter schon gespielt habe, diese Forderungen, bekam ich natürlich oft zurück, ja, aber langfristig müsste doch, und dann kamen ganz viele tolle Ideen, wie man das ganze Steuersystem der Welt ändern könnte, habe ich als Antwort bekommen auf diese Sachen, die ich jetzt eben aufgezählt habe. Und ich glaube aber, dass das zu aktuellem Zeitpunkt einfach, erstens, jeder hat eine andere Idee, wie die Zukunft in so und so vielen Jahren oder Jahrzehnten aussehen könnte, wie das Steuersystem der Welt aussehen könnte, und dass uns das, dass wir das an der Stelle, diese Langfristperspektive, auch wenn es sonst immer gut ist, gar nicht brauchen. Die Punkte, die wir haben, sind gut genug. Gut. Es sind auch nur noch drei Leute auf der Liste. Ich hatte mich selber jetzt draufgesetzt, danach noch Nixus und danach dann noch Joachim. Ich würde gerne noch eine Sache zu dem sagen, was Dietmar gerade gesagt hat, weil er zum Beispiel gerade zumindest, ich sage jetzt schon mal, ich nehme auch an, dass das vielleicht ein legitimes Geschäft ist, wo du gesagt hast, da gibt es Geschäfte mit Offshore-Firmen, die legal sind. Das ist ja sowieso die ganz große Frage, wie viel von diesen Geschäften, die da in Panama gelaufen sind, illegal sind, also wie viel wirklich Justiz. Die Frage ist legitim, nicht legal. Genau, die Frage, genau, da wollte ja. Ich nämlich jetzt gerade drauf hinaus. Ist das Ganze legitim? Das heißt, das Einzige, was ja jetzt den Leuten passiert, die da auf irgendwelchen Listen stehen und gefunden werden, ist ein moralischer Druck der Öffentlichkeit. Mehr passiert nicht. Da geht es sogar schon so weit, dass der Isländische, also ich fand es jetzt ganz, ganz dreist, was er gesagt hat, ja, sollen Sie beim nächsten Mal einen anderen wählen, wenn Ihnen das nicht gefallen hat. Also auf die Frage hin, ob der Isländische zurücktritt, hat er einfach gesagt, ja, nee, können Sie ja beim nächsten Mal einen anderen wählen, wenn es Ihnen nicht gepasst hat. Also von daher müssen wir da natürlich ganz klar aufpassen, das Ganze ist legal. Und somit kommen wir zumindest auch mit der Transparenzsache dahinter. Denn wenn es legal ist, aber für die meisten Leute nicht legitim ist, also dass das dann viele Leute wieder aufgrund von moralischem Druck nicht machen müssen würden, wäre zumindest eine Transparenzsache an der Stelle gar nicht falsch. Und die könnte man ja auch ganz klar fordern, gerade bei Firmen, wenn sie zur Verschleierung dabei sind. Und das widerspricht auch meiner Meinung nach nichts von unserem mit Datenschutz oder Privatsachen oder so, sondern es geht ganz klar an der Stelle doch eigentlich nur darum, ob Steuervermeidung und Steuerschlupflöcher auch in Deutschland zumindest so weit geahndet werden können, sei es jetzt moralisch, sei es jetzt juristisch. Und da sollten wir unseren Schwerpunkt drauf legen, auf diese ganz Klamotte von wegen hier Steuervermeidungen und Steuerschlupflöcher in Deutschland schließen. Das wäre meiner Meinung nach der Schwerpunkt in dem Zusammenhang. Ja, vielen Dank. Also natürlich hatten wir in mindestens zwei AKs ähnliche Argumente ausgetauscht, wie sie auch hier gefallen sind. Whistleblower-Schutz, okay, liegt auf der Hand. Das ist eine unserer Kernforderungen. Tatsächlich aber, denke ich, gibt es schon erstmal noch sehr viel Klärungsbedarf. Und aus Sicht von der Mehrheitssicht von gestern ist es so, das meiste, was da geschieht, ist legal. Und diesen Konflikt aufzumachen zwischen Legitimität und Legalität ist immer schwierig. Also ich erinnere mich hier an eine Parlamentsdebatte, Widerstand gegen Braunkohle, ne? Da ist die ganze Menschheit durch Klimawandel bedroht und irgendein Journalist sagt, das ist legitim, wenn auch nicht legal, und dann wird natürlich direkt, also so funktioniert das nicht. Also einfach, ich wollte nur das einfach zu sagen, etwas ist legitim, aber nicht legal, schwierig so. Ist immer schwierig. Nichtsdestotrotz, also David, Nico, ich, alle anderen sind aufgerufen, werden versuchen, ein Positionspapier bei allen Schwierigkeiten entwickeln. Ich weise auch darauf hin, auf Hilmars Mail zu dem Thema, wo schon auch das Thema Steuer-CDs, was natürlich gestern auch nochmal heftig diskutiert wurde, thematisiert wurde, mit den kontroversen Positionen auch dazu. Frank war da noch am Esstisch dabei und Nico auch, also wir kennen das alle, die Diskussion. Wir sind dann natürlich in einer etwas schwierigen Situation, dennoch fand ich auch von Nico dann vorgetragen den Ansatz ganz gut, mal grundsätzlich die Frage zu stellen, aus unserer Sicht, welche Berechtigung haben denn diese ganzen legalen Konstruktionen, Trusts, Fonds, Treuhandeinrichtungen, whatever, die sind natürlich alle historisch entstanden und hatten eine Berechtigung, wenn sie aber derzeit nur noch oder überwiegend missbraucht werden, um solche Konstrukte
aufzubauen, die dann eine Legalität herstellen, wobei das Ergebnis rein rechtlich völlig okay ist, aber das Ziel halt wirklich nur das Verschleiern von tatsächlichen Vermögensverhältnissen ist und von Strukturen, von all dem, was wir eben eigentlich, was eine Öffentlichkeit wissen sollte, wem was gehört. Ja, das ist ja nicht schlimm. Und welche Beteiligung existieren, welche Einflüsse existieren. Das ist natürlich schon auch wieder ein Kernthema von uns, diese Transparenz zu verlangen, immer mit dem Problem, dass Datenschutz wichtig ist und auch ein Recht auf Anonymität existiert. Aber Nico hatte das gestern mit einem durchaus umstrittenen Satz auf den Punkt gebracht. Das hieß, Kapital kennt keine Privatheit, was? Geld kennt keine Privatsphäre. So. Das ist aber trotzdem nicht ganz einfach. Die Frage ist, wenn jemand das Konstrukt wählt, wo er alles anonymisieren will, welchen Anspruch hat er dann auf den Schutz dieser Konstrukte so? Und das muss man schon versuchen, irgendwie mal zu hinterfragen und aus unserer Sicht richtig auf den Punkt zu bringen. Aber ich möchte jetzt auch abkürzen und beenden. Also die Diskussion wird weitergeführt werden. Jeder ist willkommen, der sich beteiligen wird. Und es wird ja nicht ein Positionspapier geben, was dann fertig ist und alle sagen dann bitteschön ja dazu, sondern die Diskussion wird weitergeführt werden. Danke. Danke. Ich möchte jetzt hier nicht groß was vom Zaun brechen. Ich möchte noch mal ein Plädoyer loslassen. Wir Piraten sind ja mal angetreten als systemkritische Partei. Und vor diesem Hintergrund sollten wir nicht verschweigen oder mit Datenschutzargumenten ummäntelt da eine Vermeidungsstrategie fahren. Natürlich ist die Ursache für das, was da passiert, die globale Vermögensverteilung. Und in dem Zusammenhang müssen wir in Deutschland über eine Vermögenssteuer sprechen. Das Kapital, was frei flottiert und nicht ins Gemeinwesen gepumpt wird, sucht sich Investitionsmöglichkeiten und will in der Zwischenzeit, solange sie nicht gefunden werden, irgendwo geparkt werden. Und das ist genau der Hintergrund. Das heißt, wenn irgendjemand in der Fraktion sagt, wir müssen in dem Zusammenhang auch mal wieder das Thema Vermögenssteuer aufs Tapet bringen, dann hat er meine volle Unterstützung. Und ihr könnt mich dafür linke Bazille nennen oder sonst was. Diese alten industriekapitalistischen Links-Rechts-Kategorien gehen mir am Arsch rechts außen vorbei. Ich bin schon der Meinung, dass man Vermögenssteuer und solche Sachen thematisieren sollte in diesem Zusammenhang. Alles andere ist keine systemische Betrachtung des Gesamtkonstruktes oder des Gesamtgeschehens, was sich da abspielt. Das pfeifen alle möglichen Intellektuellen wie Spatzen von den Dächern, die darüber nachdenken. Nur die Piratenpartei kriegt es nicht hin, in den fast 5 Jahren hier im Landtag irgendeinen Lerneffekt zu zeitigen. Da kriege ich Pickel, Leute. Also bitte strengt euch ein bisschen an, ich bin zu intelligent für so eine Scheiße. Kann ich so nicht stehen lassen, Joachim? Kann ich deshalb nicht so stehen lassen, weil wir entsprechende Anträge gemacht haben, auch in Bezug auf die Vermögenssteuer, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Ich selber habe dazu im Plenum geredet. Wir haben dazu ausführlich und kontrovers diskutiert. Ich habe mit den Argumenten der Fraktion, obwohl sie nicht ganz von meiner Überzeugung gedeckt werden, diese Argumente vorgetragen und habe diesen unseren Anspruch, den wir auch in der Partei als Positionspapier im Landesverband in Worte gegossen haben, entsprechend vorgetragen. Man kann das natürlich x-beliebig wiederholen, das ist keine Frage, man kann es auch jederzeit wiederholen, auch das habe ich in meiner Eigenschaft als Haushalts- und finanzpolitischer Sprecher an entsprechenden Orten, sowohl im Plenum als auch in den Ausschüssen, immer wieder getan. Wir müssen aber nicht wirklich reflexartig in das gleiche Horn stoßen und da nimmt man mir das hoffentlich nicht übel, wenn ich sage, also Frau Wagenknecht wiederholt das wirklich jede Woche, das kotzt mich langsam an, weil es passiert nämlich nichts. So, und der entscheidende Punkt oder der andere Punkt ist der, Legalität, Legitimität. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben die Diskrepanz zwischen Freiheit auf der einen Seite und Staat auf der anderen Seite. Ja, wir sind die Partei, die Freiheit wirklich an die oberste Stelle, Freiheit des Individuums und Entscheidungsfreiheit, eine freie Entfaltung der Persönlichkeit, an die oberste Stelle setzen. Wir haben gerade in Bezug auf dieses Thema, in Bezug auf die Beschränkung von Bargeld, und Bargeld ist ein ganz wichtiger Faktor bei diesen Scheinfirmen und bei diesen Briefkastenfirmen, haben wir gerade einen Antrag laufen. Gegen die Beschränkung des Bargeldverkehrs, gegen die Beschränkung der Freiheit im Zusammenhang mit dem Bargeld. Da müssen wir uns als Fraktion aber bitteschön nicht, da müssen wir uns einfach auch mal ehrlich machen. Da müssen wir sagen, wofür stehen wir denn? Ja, wir stehen für diese Freiheit. Und soweit man das reglementieren kann,
dann kann man es reglementieren. Ansonsten haben wir für diese Freiheit zu stehen. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, keine Begrenzung des Bargelds, keine Begrenzung der Freiheit in finanzpolitischer oder finanzieller Hinsicht und auf der anderen Seite, ich möchte hier den Staat zu 100%, ich möchte hier eine 100%ige Kontrolle haben. Genau diese wollen wir nämlich nicht. Und das vertrete ich. Und wenn ich etwas anderes vertreten kann oder soll, muss oder soll, ist das nicht meine Partei. Den Widerspruch siehst du jetzt nicht. Also gut, also da muss ich ganz ehrlich sagen, du wirst eben eine Regulierung der Finanzmärkte nur über eine sehr starke staatliche Hand hinbekommen. Du wirst sie nicht über die private, über die Marktwirtschaft oder nicht über den privaten Sektor hinbekommen, sondern nur über den Staat. Und dieses Mehr an Staat lehnt diese Partei, in der ich mich befinde, ab. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir ein Problem, da sollten wir eine Grundsatzdiskussion führen. Also generell zu sagen, wir sind gegen Offshore-Gesellschaften zur Vermeidung von Steuer in egal welchem Land oder zur Ausnutzung von legalen Steuerschlupflöchern. Da sind wir dran und permanent, aber das sage ich mit Mario, wir haben da kein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das haben wir einfach nicht. Nicht mehr. Weil längst hat die SPD gegen unseren Antrag in Zusammenhang mit den LuxLeaks einen riesen Gegenantrag gemacht und aufgeführt, welche Maßnahmen erforderlich sind, um beispielsweise 160 Milliarden Euro Steuern in Deutschland mehr pro Jahr zu generieren. All das können wir bitteschön nehmen, aber dann sind wir eben nicht alleine. Wir können allerdings, und da bin ich durchaus für, auch immer wieder ins gleiche Horn stoßen und es immer und immer wiederholen, was wir immer schon bisher gesagt haben. Denn das ist nichts Neues, was wir bisher gesagt haben oder sagen können, in Zusammenhang mit Panama Leaks, gleiche im Prinzip wie bei LuxLeaks und anderen Konstruktionen, zum Beispiel zur Vermeidung von Grunderwerbsteuer und so weiter und so fort. Also von daher, bitte vorsichtig, Freiheit steht bei uns dennoch immer noch an oberster Grenze. Grenze so. Oberster Stelle. Vielen Dank, Dietmar. Zum einen finde ich es interessant, dass wir tatsächlich dann doch auch hier eine Diskussion auf das Land runtergebrochen kriegen, auch nochmal mit dem Hinweis auf das nicht mehr vorhandene mögliche Alleinstellungsmerkmal. Bevor ich zum nächsten Tagesordnungspunkt gehe, ein kurzer Hinweis, das kam auch gestern schon über den Flurfunk. In der nächsten HFA-Sitzung ist jetzt gerade halt offiziell auch einmal rum, in der kommenden Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses wird dann also unser Finanzminister des Landes NRW, Herr Walter Borjans, dann entsprechend die Gelegenheit haben, auf diesem Parkett hier in diesem Hause alle seine von ihm zu begrüßenden und gewünschten Ideen und Themen in großer Breite ausführen können. Wie gerade eben, ich glaube, die SPD war es, die es über ihren Presseticker hat verlauten lassen. Von daher, die grundsätzliche Diskussion um Offshore-Konten, denke ich mir mal, wird weitergehen. Damit wären wir, würde ich sagen, für heute am Ende von Top 4 angekommen. Wir waren im Übrigen nur beim Bericht des Vorstandsreferats aus den Kernarbeitskreisen. Ich finde es nicht schlimm, dass daraus eine so breite Diskussion entstanden ist, fände es aber schön, wenn wir zukünftig dabei auch immer ein bisschen die Uhr im Blick haben, wenn wir das Mikro anhaben. Top 5, Vorbereitung der Plenarsitzung am 20., 21. und 22. April diesen Jahres. Es ist also ein Dreitagesplenum. Diese Woche Freitag ist unser Antragsschluss. Wir haben gestern schon mal grob einiges halt in den Kernarbeitskreisen andiskutiert. Wir haben noch offen einen BGR-Antrag. Wir haben einmal geschoben aus dem letzten Plenum, habe ich gerade vergessen einzukopieren, einen Antrag in Bezug auf die NRW-Bank. Dietmar nickt, Dankeschön. NRW, ich kopiere das nur eben schnell rein. Wir haben bereits eine Fragestunde vorbereitet zum Themenbereich Bildung. Und in der Mache befindet sich ja halt, wie gesagt, einmal, ich habe es jetzt allgemeiner betitelt, ob es ein Positionspapier oder ein Antrag wird, werden wir sehen, zum Bereich Offshore-Geschäfte. Gibt es aus euren Ressorts, frage ich mal gerade ganz kurz, noch andere Antragsentwürfe oder Dinge, die gerade in der Mache oder in der Schwebe sind? Ich wollte sie ganz einfach nur ohne große Erklärung eben runterhacken. Joachim, bitte.
Es gibt zwei Optionen. Ich habe mit Hilmar gestern noch kurz darüber gesprochen. Was wir im Einzelnen machen, ob dieses Plenum oder nächstes, ist nochmal eine gesonderte Frage. Vielleicht habt ihr davon gehört, dass das BVG, das Bundesverfassungsgericht, ich glaube, es sind 8 oder 9 Bundesländer, die Passagen zum Thema Akkreditierung von Studiengängen in den Hochschulgesetzen dieser Bundesländer komplett abgewatscht hat. Es gibt Interpreten, die sagen, das ist ein Paradigmenwechsel. Es wird also mehr nach, ich sage jetzt mal, auch wenn das vielleicht kein beliebter Term ist, nach regierungsmäßiger Kontrolle dessen, was an den Universitäten passiert, gefragt. Denn Akkreditierungen von Studiengängen können von beauftragten Agenturen übernommen werden. Und da hat sich das Bundesverfassungsgericht ganz eindeutig dagegen ausgesprochen. Das Ganze ist natürlich entstanden im Hinblick auf den Bologna-Prozess. Und es gibt jetzt zwei Optionen. Die eine ist, wir machen jetzt dazu einen Antrag, weil das BVG gesagt hat, wir lassen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen bis Ende 2017 Zeit, diesen Passus § 72 im Hochschulzukunftsgesetz zu ändern, dann ist natürlich die Frage, was passiert bis dahin mit neu akkreditierten Studiengängen? Sind die eigentlich eher, ich sag mal, in der rechtlichen Grauzone, um die Landesregierung ein bisschen zu beschleunigen? Das wäre die eine Option. Die andere Option wäre, nicht in dieser Plenarwoche der kommenden, sondern in einer der darauffolgenden beiden, das Thema Bologna als Ganzes mal hochzukochen, weil in dem Zusammenhang das entstanden ist. Das sind so die beiden Dinge, die bei uns in der Pipeline sind, wo wir noch nicht so ganz sicher sind. Danke für den Hinweis. Ich selber hatte kurz am Rande des Kernarbeitskreises gestern mit Hilmar auch darüber gesprochen, auch nochmal zu prüfen, ob man dann nicht vielleicht sogar wirklich tatsächlich beides macht. Also erst das eine im Kleinen und dann sozusagen die große Nummer noch hinterher schiebt. Als Möglichkeit. Erstmal nur zur Prüfung, aber deswegen gut. Danke für den Hinweis. Gibt es weitere Dinge von eurer Seite aus? Das ist schon nicht wenig im Augenblick. Creon bitte und dann Frank. Der von heute Morgen, wie nenne ich ihn jetzt? Meta-Antrag. wie nennen wir ihn? Ach Gott, jetzt fällt mir auch kein, weil es ist ja ein Arbeitstitel. Ich als Stichwort Kommunikation schreibe ich jetzt einfach nur auf, es ist ein Arbeitstitel, müssen wir noch gucken. Communication Error. Frank, bitte. Arbeitstitel. Polizeiliche Datenpflege. Polizeiliche Datenpflege? Ja. Okay. Vermutlich wird das Freitag fertig. Dann bitte ich kurz zu entschuldigen, genau, weil einen habe ich separat quer, muss ich auch noch mal mit den Leuten, die ja heute beide hier sind, im Bereich Innen mal kurz reden. Habe prüfen lassen oder einen Auftrag gegeben, prüfen zu lassen. Wir hatten ja mal letztes Jahr uns mit den Daten, sagt schon, Polizeisport, Sporttäterdatei, wie heißt es, PSK, PSK-Dateien oder so ähnlich, ne? Waldtäter-Sport? Genau. In Schleswig-Holstein hatte jetzt noch vor der Osterpause einen entsprechenden Antrag und der ist sogar positiv beschieden worden. Wir gucken ganz einfach mal, es gibt wohl auch eine Stellungnahme. Okay, es hat damit zu tun. Deswegen, dann spielt das damit rein. Okay, danke schön. Entschuldigung. Dann kann ich die beiden Punkte zusammenfassen. Okay, wenn es sonst keine weiteren Themen großartig gibt, würde ich sagen, wir haben jetzt 11.30 Uhr, auch wenn wir später angefangen haben. Ich würde sagen, wir machen bis 11.45 Uhr kurz Pause. Und ich erläutere noch ganz kurz, wir haben auf jeden Fall heute den Haushaltsplan in seiner Kurzvorstellung, den wir auch beschließen sollten. Ich will nur kurz darauf hinweisen und einen etwas nicht längeren, höchstwahrscheinlich anzusetzenden, nicht öffentlichen Teil, den wir noch nicht beschlossen haben. Von daher denke ich mir, wir werden bestimmt noch, es gibt Leute, die dann zum Beispiel im Petitionsausschuss müssen, aber ich glaube, wir werden heute die 13:30 ausschöpfen. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns gleich um 11.45 Uhr wieder, bitte pünktlich heute hier.
Und damit unterbreche ich die Sitzung. Bis gleich. Und es geht um die Vorstellung des Haushaltsplans 2016. Wir haben am 15.03. eine große erläuterte Version allen Abgeordneten zur Verfügung gestellt. Für weitere Erklärungen würde ich dann jetzt aber ganz gerne an Hartmut übergeben. Wir haben auch eine entsprechende kleine Präsentation vorbereitet. Und irgendwo finde ich jetzt hier gleich auch mal, wie sind das nochmal, da. So, Hartmut, bitte. Ja, wir haben noch keine festgestellte Jahresrechnung, aber natürlich eine Buchhaltung stand 31.12. und das ist die Basis für diese Haushaltsplanung. Die Haushaltsplanung unterscheidet sich, ich habe darauf hingewiesen, deutlich von den Haushaltsplanungen des letzten Jahres. Der Haushaltsplan eröffnet also einen großen Spielraum, um all das in diesem Jahr zu machen, was wir uns vorgenommen haben. Bei den Kosten habe ich ja darauf hingewiesen, sind es die ganz normalen Kosten, die wir hier zugrunde gelegt haben, die wir erwarten müssen. Darüber hinaus sind alle die Projekte berücksichtigt, für die es bereits Beschlüsse gibt, allerdings auch Projekte, die in der Planung sind, die im Denkprozess sind. Und darüber hinaus sind auch noch zusätzliche Mittel vorgesehen, um diese Projekte, von denen man ja nicht weiß, ob sie noch ein bisschen teurer werden können. Auch dieser Handlungsspielraum ist da. Das sind insgesamt Kosten von 832.000 Euro. Es wird in diesem Jahr nicht so sein, dass wir einen Überschuss haben, sondern uns aus den Rücklagen bedienen müssen. Das sind 608.000, die wir aus den Rücklagen nehmen müssen. Das heißt, wir haben allerdings auch noch fürs nächste Jahr Rücklagen genug, um Eventualitäten abzudecken. Die Erläuterungen, ich habe ja eine Fassung rumgeschickt, die sehr detailliert ist. Und wer Spaß an Buchhaltungszahlen hat, kann sich da auch auslassen. Und ansonsten stehe ich für Fragen gerne zur Verfügung. In dieser Kurzform. Gibt es das, was jetzt vorliegt, wäre dann die Fassung, die dann auch so veröffentlicht würde auf der Seite der Fraktion. Dietmar. Vielleicht habe ich es übersehen oder es kommt noch eine Übersicht über diese Projekte. Gibt es da eine Übersicht drüber? Und zwar die Übersicht über die Projekte hatte ich mitgeliefert bei der ersten Fassung. Da sind alle Projekte, das sind 465.000 Euro, die wir entweder beschlossen haben oder die wir in der Planung haben. Die sind im Detail aufgelistet. Und wir haben die einzelnen Positionen dann den 5 Positionen, die wir haben, zugeordnet. So. Nixus, würdest du mal bitte kurz gucken, wo der Abgeordnete Lammler und der Abgeordnete Schatz sind? Denn tatsächlich würde ich dann die Vorlage des Haushaltsplans nämlich verabschieden lassen wollen. Einer, guckst du mal gerade bei Dirk hier unten im Büro? Danke. Es gibt auch noch eine, danke für die Rückfrage von Frank. Jo, nur weil die Vorjahreszahl da jetzt nicht verknüpft ist. Die Rücklage ist aber nicht aufgelöst komplett, ne? Ist ja noch. Nein, darauf hatte ich hingewiesen. Wir nehmen aus der Rücklage 608.000. Wir hatten im letzten Jahr 996. Wir werden die Rücklage noch ein bisschen aufstocken aus dem letzten Jahr. Es ist ungefähr mit einem Überschuss von knapp 90.000 zu rechnen. Das heißt, wir werden summa summarum, also das kann sich noch ein bisschen verändern durch den Jahresabschluss, da kommen noch ein bisschen Abschreibungen zu, aber wir werden so rund 450.000 dann noch im nächsten Jahr als Verstärkungsbedarf, völlig unabhängig von PUR und EK. Das ist davon getrennt. Okay, dann würde ich nun zur Abstimmung rufen über die bereits am 15.03. vorgelegte erläuterte Version des Haushaltsplans, die Vorlage B18-2016. Wer diesem Entwurf des Haushaltsplans so zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Ich sehe, das ist einstimmig. Ich danke euch. Oh, Verzeihung. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Bei einer Enthaltung. Ich bitte um Verzeihung. Damit ist
der Beschlussvorschlag angenommen. Dann Top 7. Es gab auch einige Rückfragen. Berufung eines Mitglieds im Kuratorium der Kunststiftung NRW. Es gibt ein Schreiben des Ministeriums. Es handelt sich um einen regelmäßigen Turnus alle 4 Jahre. Wird ein Mitglied neu gewählt. Zurzeit ist dies Simone Brandt. Vorstandsempfehlung wäre, auch nach Rücksprache mit Simone, dass wir sie noch einmal dorthin entsenden. Gibt es weitere Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Hinsicht für das Kunst, für die Kunststiftung NRW? Lukas, bitte. Machst du bitte das Mikrofon an? Ich finde es okay, dass die Simone das macht. Sie hat sie auch schon letztes Jahr gemacht. Was ich mir allerdings ein bisschen wünschen werde als Verbesserungsvorschlag für die Zukunft, wenn du da Sachen hast, die uns im Ausschuss betreffen könnte, dass du das weitergibst. Weil wir hatten jetzt zweimal, glaube ich, die Situation, so, wo ich dann halt auf Informationen oder dann im Nachhinein erfahren habe, dass das da schon besprochen wurde. War mal ein bisschen schwierig, aber du bist da jetzt schon drin. Insofern würde da jetzt ein Wechsel keinen Sinn machen. Vielen Dank, Lukas. Simone, bitte. Ja, ganz klar. Wir können, also wir tagen ja zweimal im Jahr und wir können sowohl, wenn wir die Tagesordnung haben, als auch dann, wenn das Protokoll da ist, können wir uns gerne zusammensetzen und darüber sprechen. Kein Thema. Gibt es Nachfragen diesbezüglich? Okay. Wer kann einer erneuten Entsendung von Simone Brandt als Mitglied des Kuratoriums der Kunststiftung NRW so zustimmen? Der möge dies nun per Handzeichen signalisieren. Das ist, bevor ich mich korrigieren muss, diesmal tatsächlich einstimmig. Ich danke euch. Und dann würde ich ganz gerne kurz, wenn sich niemand dagegen ausspricht, die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte ändern. Und Top 9, aus dem Top 9 die Entsendung eines neuen Mitglieds in den EFRE-Begleitausschuss kurz vorziehen. Der EFRE-Begleitausschuss ist ein Prüfungsgremium, welches auch ein bisschen in der Kritik vor kurzem stand. Und hier können wir ein neues Mitglied entsenden aus dem Bereich. Also es geht um die Fördermittel, EFRE sind die Fördermittel seitens der Europäischen Union, in diesem Fall mit Landesbezug. Der Vorschlag seitens des Vorstands lautet, dass wir auch nach Rücksprache Dr. Joachim Paul als Mitglied des Europaausschusses und Mitglied des Wirtschaftsausschusses dorthin entsenden. Gibt es hierzu Rückfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Mit Zustimmung von Joachim würde ich dann jetzt ganz gerne euer Abstimmungsvotum einholen. Joachim nickt. Von daher, wer sich dafür aussprechen kann, dass wir Dr. Joachim Paul als Mitglied des EFRE-Kontrollausschusses entsenden können, möge dies nun per Handzeichen anzeigen. Auch hier sehe ich eine deutliche Einstimmigkeit. Ich danke euch. Entsprechende E-Mails und Unterlagen werden dir dann auch zugeleitet, die wir jetzt schon erhalten haben. Und du wirst dann entsprechend dort auch als reguläres Mitglied gemeldet werden. Dann würde ich jetzt Top 9 Sonstiges, ich wollte nur diesen einen Punkt vorziehen, weil wir gerade in dieser Besetzungsrunde waren. Dann würde ich jetzt ganz gerne zurück zu Top 8 gehen, mit der Anmerkung von Olaf, dass wir gleich bei Top 9 Sonstiges nochmal was haben. Es geht um das Piraten-Art-Projekt mit einer Vorstellung durch Mario. Mario, wenn du möchtest. Hallo. Ja, dieser Arbeitstitel ist ein wenig sperrig und erklärt das auch nicht so richtig. Deshalb einen kleinen Text dazu. Wir versuchen, oder natürlich steht es in unserer Aufgabe in der PRÖA, mediale Aufmerksamkeit zu erzielen, wenn es geht, positiv assoziiert. Dazu haben wir uns überlegt,
dass wir auch Wege wählen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick ganz klar sind. In der Vergangenheit gab es bereits Kunstausstellungen hier in der Fraktion, vereinzelt. Das wollen wir jetzt standardisiert und wiederholt machen bis zum Ende der Legislatur, einmal im Vierteljahr. Ich zitiere mal. Im Mittelpunkt der Kulturpolitik der Piraten steht die Freiheit. Nur durch den Mut zum Versuch geht Kultur neue Wege, kann sich ausprobieren und über Grenzen hinweg wirken. Wir wollen geistige, räumliche und ökonomische Freiräume für Kultur und Kulturschaffende. Unser Kulturverständnis ist polyzentrisch, vielfältig und interaktiv. Für uns sind freie Kulturschaffende und Kultur an sich unverzichtbarer Bestandteil einer offenen, bunten und vielfältigen demokratischen Gesellschaft. Dieses politische Grundverständnis der Piratenfraktion wollen wir Bürgerinnen und Bürgern direkt, aber auch mittelbar über Medien vermitteln. Dabei wollen wir interessierte Menschen, aber auch Medien und Medienvertreter abseits des alltäglichen politischen Geschehens erreichen. Mit der geplanten Ausstellungsreihe wollen wir eine Debatte im Landtagsgebäude anstoßen. Wir wollen durch zeitgenössische bildende Kunst und der Diskussion über ihre Entstehungsbedingungen den Dialog zwischen Künstlern, Politikern und nicht zuletzt den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen. Das wird euch natürlich bekannt vorkommen, kommt aus dem Piratenprogramm zur Kultur. Das jetzt hätte ich nicht vorlesen müssen, weiß ich. Das heißt, wir möchten einmal im Quartal eine Ausstellung machen, circa 6 Wochen, das medial begleiten, indem wir eben Leute einladen dazu. Wir wollen eine Art Vernissage machen, wo möglichst viele Abgeordnete dann natürlich auch da sind und direkt mit den Künstlern, aber auch mit Medienvertretern sprechen. Wir haben eine erste Veranstaltung, die mit klassischer bildender Kunst anfängt, also Malerei, die nicht sofort 1:1 mit Piraten assoziiert ist und deshalb den Blick so ein bisschen bricht, wo wir sagen, was haben Piraten damit zu tun? Wieso machen die das? Wo wir also sowohl einen Künstler ranholen wollen, der sehr klassisch ist, der hier aber auch in Düsseldorf vernetzt ist in NRW, der aus NRW kommt, also Leute, die aus NRW arbeiten, in NRW arbeiten und auch eben ein bisschen was darüber darstellen können, wie man heutzutage Kunst herstellt und wie die Arbeitsbedingungen da sind und wie auch die Finanzierung ist und so weiter. Also ein ganz klarer gesellschaftlicher Diskurs. Das kostet manchmal Geld, das ist eben so. Deshalb haben wir es hier eingebracht. Es ist in der Tat noch nicht bis ins Letzte durchformuliert und bis zum Jahr 2017 durchgeplant. Das haben wir ganz bewusst nicht gemacht. Das würden wir dann nochmal jeweils als Einzeleintrag, also jede einzelne Veranstaltung würde ich dann jeweils nochmal vorstellen, das ist klar. Aber hier geht es um den Rahmen. Wir möchten also dann auch dafür holen, zum Beispiel bei einer Vernissage wird ein Grußwort oder beziehungsweise eine Ausstellungseröffnung durch einen nicht aus der Fraktion stammenden Experten gemacht, der dazu natürlich dann auch zitiert werden wird in Medien, weil er einfach ein Gewicht ist. Das ist unsere Idee. Das heißt, wir wollen eine Vernetzung zwischen Kunst, Medien und Fraktionen herstellen, die vielleicht auch nicht in den klassischen Piratenmedien stattfinden. Das heißt, ich will nicht unbedingt, dass das nur auf Twitter stattfindet, sondern vielleicht auch mal in eine Zeitschrift kommt, wo die Menschen dann nicht normalerweise an Piraten denken im Landtag, sondern an andere, wenn sie Piraten hören. Und der positive Aspekt soll gerade am Anfang sein, Piraten, die gibt es noch, die machen was Positives und die kennen sich mit Dingen aus, von denen wir gar nicht geglaubt haben, dass sie sich auskennen. Das soll die positive Assoziation dabei sein. Und das dann natürlich weiterbilden. Das war ein erster Wurf. Fragen? Ja, vielen Dank, Mario. Gibt es Rückfragen bezüglich des Konzeptes? Mir fällt dabei tatsächlich eine Geschichte ein wegen Freiheit. Es gab mal vor ein paar Jahren in Bayern eine Ausstellung, eine Fotoausstellung, die gerichtlich verboten worden war, mit Models, die entsprechend als Junkies und Fixer und Prostitution wurde darin thematisiert. Also Thema Freiheit und Kunst an und für sich wäre ja vielleicht genau so ein Gedanken. War das eine Bewerbung als Model? Bitte? Nein, vielen Dank. Genau. Jeder hat seine Bewegung. Frank, deine Frage. Frank. Du hast keine. Ich könnte eine fragen, ja. Nee, hört sich spannend an. Das erste Vierteljahr ist um. Wann geht's los? Ich wollte das nicht ohne Fraktion machen. Okay.
Wo ist die Beschlussvorlage? Genau, dann würde ich, also für die Planung, für die reguläre Planung, würde ich sagen, kann man so machen. Und für nächste Woche machen wir dann entsprechende Beschlussvorlage fertig. Wenn ich denn, dann könnte ich es nämlich mit konkreten Zahlen auch unterfüttern und so weiter. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass ich so eine Art Letter of Intent möchte, dass ihr sagt, okay, nicht, hey, was planst du da? Das ist völlig absurd, das haben wir noch nie gemacht, das wollen wir nicht und auf gar keinen Fall. Wir haben Kameras dabei, kein Problem. Nein, aber mir geht es hier jetzt wirklich um so eine Art Letter of Intent, nach dem Motto, planen wir weiter oder brauchst du gar keine Energierichtung verschwenden? Wenn ihr mir sagt, zur nächsten Woche eine Beschlussvorlage mit konkreten Zahlen, habt ihr die nächste Woche. Lukas, hast du gerade dich gemeldet? Nee, Anixus war es, entschuldige. Ich bin heute seitenverkehrt. Nur ganz kurz Nachfrage, die Auswahl der KünstlerInnen, wie geht die vonstatten? Ist nur Interesse, aber hast du ja schon Gedanken darüber gemacht? Gibt oder? Es noch keinen definierten Prozess. Momentan lassen wir uns von unserem Gefühl leiten. Dann würde ich sozusagen folgenden Beschlussvorschlag jetzt mal so in den Raum werfen, nach dem Motto, das Team um Mario, ja okay, Lukas, bitte. Also ich finde die Idee ja eigentlich gut, allerdings 2 Jahre zu spät. Und, das ist so. Wir hatten ja schon mal halt eben das mit diesen Kunstausstellungen hier. Und ich erinnere mich nur zu gut, weil ich auch damals nicht nur also im Vorstand war, sondern halt auch noch irgendwie eine Sache ja auch mit angeleiert habe, wie viel Kraftaufwand das war, das zu tun. Und ich frage mich da so ein Aufwand-Nutzen-Rechnung, ob das denn hinhaut, ob wir mit diesen Aufwand, an den ich mich erinnere, ob es nicht andere Wege gäbe, mehr Aufmerksamkeit zu erregen, mehr Reichweite zu generieren, als mit Kunstausstellungen. Ja, klar. Sicher, gar keine Frage. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und es ist eine Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit. Und natürlich gucken wir intern drauf, ist das zu wuppen, um das mal zu sagen. Wenn das 90% meiner Zeit beansprucht, dann ist das zu viel, gar keine Frage. Fände ich auch für mich. Das heißt, nein, wir gucken natürlich, dass ich sag mal, so eine Art Kosten-Nutzen-Analyse haben wir natürlich im Kopf. Ich zitiere Henry Ford, der sagte, 50% meiner Werbung sind zum Fenster rausgeschmissen, ich weiß nur nicht, welche 50%. Wir machen beides, also das eine tun, ohne das andere zu lassen, wobei es keine Dominante ist. Es geht nicht darum, dass das den Schwerpunkt der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bis zum Jahr 2017 darstellt. Und zu dem eingangs geörterten 2 Jahre zu spät mag sein, weiß ich nicht, möchte ich mich auch nicht von belasten und ist für mich auch kein Argument, nicht damit jetzt noch anzufangen. Ich kann ja nicht, nur weil ich mal eine Chance versemmelt habe, unter dem Hinblick auch alle weiteren Chancen versemmeln. Also das fände ich schade. Genau, jetzt haben wir sie gerade, wir machen es. Also so sehe ich das jedenfalls, aber deshalb stelle ich es euch nächste Woche auch nochmal vor. Aber klar, aber irgendwann, ich meine, wir müssen mal irgendwann anfangen mit Sachen und einfach mal tun. Das ist auch, damit ist auch nicht beinhaltet, dass wir nicht sagen können, dass die eine oder andere Maßnahme hat nicht funktioniert beim ersten Mal. Vielleicht, und dann darüber nachzudenken. Also eine Art Selbstreflexion ist sowieso ein ständiger Prozess. Natürlich reflektiere ich mich jeden Tag selbst. Hat eine PM funktioniert? Hat eine Ausstellung funktioniert? Hat eine Idee funktioniert? Wäre ja fatal, wenn man in einer Art Raumschiff außen drum schweben würde und nur sagen würde, alles klappt. Das ist es ja nicht. Aber eben, das kann für mich kein Argument sein, etwas noch länger auf die lange Wand zu machen oder sogar nachzulassen. Das finde ich nicht richtig. Also ich möchte schon arbeiten. Okay, gibt es weitere Nachfragen diesbezüglich? Von daher, wenn sich niemand dagegen ausspricht, würden wir dann somit Mario ganz einfach den Letter of Intent verbal unterzeichnen, hier konkret aktiv zu werden. Okay, vielen Dank, Mario. Du hast den Hut auf dem Kopf.
Dann vielleicht, ist nächste Woche realistisch in konkret, Mario? Ja. Nächste Woche ist realistisch. Okay, wunderbar. Dankeschön. Dann kämen wir zurück zu Top 9, der Bereich Sonstiges. Da gibt es eine Wortmeldung von Olaf. Bitte. Ja, ich wollte jetzt nochmal hier auch der... eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich gerne das Thema Pflege heute noch auf der Tagesordnung haben würde. Genau, es ist nicht drauf. Ist aber jetzt auch heute gar nicht so wild, weil nämlich sowohl Moni als auch Daniel, und die müssten schon dabei anwesend sein, um die Diskussion und das Gespräch zu führen, wollte ich das jetzt hier nochmal ansprechen. Darauf hingehend, dass auf dem Parteitag gesagt wurde, ja, die Mehrheit sieht es als ein wichtiges Thema für den Wahlkampf an. Und wir hatten es sowieso ja mal überlegt, noch nicht beschlossen, ob wir das Ganze zu einem Thema hier machen, mit einer eigenen Projektgruppe dazu. Und da wollte ich jetzt das nochmal in Erinnerung rufen, in der Hoffnung, dass es nächste Woche auf die Tagesordnung kommt, sich die Leute auch schon mal Gedanken dazu machen können, in der Hoffnung, dass Moni und Daniel nächste Woche da sind. Einfach, weil ich auch von außen immer wieder darauf angesprochen werde, dass wir doch bitte was in Richtung Thema Pflege machen sollen. Und deswegen wollte ich das hier gerade jetzt einfach nochmal unter Sonstiges ansprechen und für die nächste Woche vormerken. Sehr guter sachdienlicher Hinweis. Und dann sollten wir das definitiv als, dann können wir das auch als Schwerpunktthema halt setzen, ne? Würde ich sagen. Was, sofern wir halt von der, ja, Frank? Ja, ich würde dann vorschlagen, mit Ankündigung vor dem Wochenende auch schon die Beteiligten zu einer Arbeitskreissitzung dann einzuladen, sinnvollerweise am Montag. Wenn jetzt zum Beispiel wir kommen, ach so, du meinst jetzt Montag schon intern jetzt in der Fraktion? Ach so, ja, gut, gut, könnte man machen, klar, wäre eine gute Idee. Okay, nehmen wir das ganz einfach mal so für nächste Woche mit, dass wir das dann auch schon im Kernarbeitskreis dann ebenfalls mit ansprechen und halt auch kurz im Vorstand, kann man ja dann auch schon abklopfen und im Laufe der Woche. Okay, gibt es weitere Punkte für den Bereich Sonstiges, die wir noch mit aufnehmen hätten können sollen? Das ist nicht der Fall und wenn ich mich nicht täusche, haben wir jetzt noch eines kurz im öffentlichen Teil. Nämlich, ich will nur kurz darauf hinweisen, wir haben im nicht öffentlichen Teil 5 Punkte, von daher wird es ein wenig länger dauern. Ich tippe mal, dass wir bis 13:30, also knapp anderthalb Stunden, aber trotzdem heute durchkommen. Spricht sich jemand gegen diese 5 nicht öffentlichen Teile aus? Das ist nicht der Fall, dann würde ich hiermit jetzt, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die hier heute zugeschaut haben. Es war eine sehr entspannte Sitzung und von daher sehen wir uns nächste Woche wieder am Dienstag, dann mit der Diskussion zu unseren Anträgen für das kommende Plenum und einer Pflegediskussion. Und von daher noch eine schöne Woche. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir in den fraktionsinternen, nicht öffentlichen Teil. Vielen Dank.